Jo, Leute, und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Wir fangen direkt an bei den Lombardis, wie versprochen. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Die Story wird heute enden. Es wird komisch sein irgendwie. Also wir spielen da noch weiter und es ist jetzt kein emotionales, heftiges Ende. Aber ja. Aber davor möchte ich halt nochmal ganz kurz das Haus ein bisschen zeigen. Also nicht jetzt 1000 Stunden, aber so ein bisschen schon. Das kann man ja nicht steuern. Also hier ist die Garage. Das Grundstück ist riesig. Ist ja klar, sind die Lombardis. Hier hast du ein riesiges Haus. Da. Muss er noch ein Thumbnail für diese Folgen raussuchen. So, hier also Poolbereich. Das Labyrinth. Hier war auch eine Statue zum Clown drin. Wartet mal ganz kurz. Ich mach ganz kurz mal ein Thumbnail. Ich würde sie wie cool finden, könnte man HUD deaktivieren, aber irgendwie nicht. Ich dachte 304. Hatten viele aus Dinger eigentlich das. Ach, I don't know. So, durch. Das Haus ist innen drin ist auch riesig. Es hat Gegenstände aus der Ritchie Street, Industrial Street und ja. Und halt Greenview. Da war das Greenview als Haupt, als Basisstück ist, sehe ich es ja nicht. Oh, hier ist sogar ein Auto drin. Das habe ich gar nicht geklaut. Ich war hier gar nicht drin. So, dann legen wir mal die Beweise hin. Hier den Sprengstoff im Büro. Ach, jetzt genau ist er da drin. Im ersten Stock. Pool würde ich auch gerne reingehen, aber nee, das wird nichts. Na. Okay, der Cheat ist erstmal eine Runde da. Das kann ich also vergessen. Ich glaube, da ist gegen später ein bisschen. Aber ist die Folge gleich aber schon wieder zu Ende? Nein, Spaß. Es ist ein Story-Ende. Alter, war das knapp. Das ist aber cooler finden, gäbe es auch irgendwie Raststätten, wo man kurz schlafen könnte und jeweils mit dem Auto rumfahren. Generell können wir mit Menschen nochmal agieren. Nur so falls als wäre ich nee. Das Haus mal richtig zu sehen, falls ihr es noch nie richtig gesehen habt. So, ich glaube so gegen 5 Uhr. Das ist perfekt. So. Fahren wir mal hin. Die letzte Autofahrt. Wir reden uns ja eigentlich gerade ja nur, dass Vinny uns abgezogen hat. Aber was hat Lombardi damit zu tun? Das habe ich irgendwie noch nicht ganz verstanden. Ich verstehe auch nicht, der hat unsere Kaution bezahlt, dass wir für ihn arbeiten. Also wir haben die Kaution abbezahlt, der wollte uns töten. Ja, warum hat er uns überhaupt aus dem Knast geholt? Dass wir für ihn Sachen stehlen, Informationen klauen. Da das sowieso gleich endet, mache ich auch nicht mehr. Mache ich auch kein Speicher mehr. Oder Kamera. Obwohl doch Kamera ganz kurz noch. Hier Kamera, dann kann ich wenigstens durch. Das war jetzt ein bisschen unerwartet, aber ich glaube, hier kannst du dich verstecken.
Oh, ich hoffe mal, wenn wir uns hier oben verstecken, sollte es schon gehen. Ich glaube, er sieht uns. Ach, das ging ja easy. Da müssen wir hin. Da endet die Story, da werde ich auch nochmal einen Screenshot machen. Ja, der Abspann ist nicht heftig, aber irgendwie ist er ja schon cool. So, noch eine Kamera detected. Zwei Kameras, weiß ich sogar noch. Danach ist das Spiel komplett zu Ende. Es kommt nichts mehr danach. Rein gar nichts. Oder was ist denn hier? Ach so, das noch. So, deactivated. Mal gucken, ob irgendwas ist. So, mal gucken. Ist hier noch irgendwas? So, wir gucken jetzt hier, waren wir erst vor ein paar Folgen. Das sind die Lombardis von hinten. Also das Haus ist nicht die Lombardis. Stromas habe ich nie gesehen. Also die Dekoration der Außenwelt mochte ich nicht so, aber die Häuser sind gut gestaltet. So, dann ist das wohl jetzt das Finale. Das war Thief Simulator. Boom, 8 Minuten. So, wenn ihr gleich das tust, das Level Design. So viele Leute haben gar nicht dran gearbeitet. Oder ist es nicht nur, wenn es schade, aber das ganze Spiel generell. Ich bin mal ein bisschen leise, ihr könnt euch jetzt mal hören. Das war also Thief Simulator. Neues Spiel plus freigeschaltet, machen wir aber noch nicht. Obwohl, wir schauen kurz rein. Schauen kurz rein, was da ist. Ich glaube nichts Besonderes, aber ich möchte wissen, was man übernimmt. So, dann sage ich schon mal, ich hoffe, es hat euch gefallen. Also, ja, die die Story eigentlich nur schauen wollten, sind jetzt schon wieder schon weg. Aber ja, fangen wir wieder am Anfang an, aber. Okay, wir fangen komplett aus. Das geht's und Notizen oder was? Fangen wir komplett von vorne an. Das kann ja nicht sein. Doch. Ich glaube, das Spiel werde ich aber nicht nochmal durchspielen. Vielleicht irgendwann mal. Ich denke kurz bevor Thief Simulator 2 rauskommt oder falls hier nochmal ein kleines Update rauskommt, dann von mir aus. Aber ja, das war Thief Simulator. Wir sehen uns gleich. Ich cutte schnell. Dann sehen wir uns gleich im Bausimulator wieder. Also dann, bis
Gleich. Wir sind wieder zurück. Falls ihr mal wollt, können wir auch mal wieder in Oaken House einbrechen. Falls es so jemand möchte. Ich glaube, in der letzten Folge werde ich mir auch alles nochmal anschauen. Das Versteck, das Haus, werde durch Greenview ein bisschen fahren. Die Folge wird bestimmt eine halbe Stunde oder so gehen. Einmal durch Greenview ein bisschen laufen und so. So ein kleiner Throwback. Ich werde, denke ich, auch nochmal eine Autofolge machen, wo ich ein Auto auseinandernehme. So als extra Gott. Ich möchte gerne den kompletten Minor Fiction da durchmachen. Und dann halt im nächsten Monat das neue Spiel starten. Ich finde es doof, mitten im Monat zu starten. Mach das jetzt hier kurz noch ein bisschen. Und dann ist die Folge auch gleich wieder zu Ende. Das ist jetzt auch der Spielstand noch vor den Lombardies. Was kam denn in die Wo ins Wohnzimmer? Ich glaube, das sollte gehen. So. Ach, stimmt, hier ist ja noch ein. Das müsste es sein. So. Wie mal Bock, Plague Inc. zu spielen. Also ich glaube, dazu wird es auch mal ein kleines Let's Play geben, wenn es nur so ein Streaming Let's Play ist. So, das kann ich jetzt hier auch wieder aufheben. So. Ja, das ist diese Standard-Tapete. Aber sieht halt auch nicht schlecht. Wenn es nicht passt, kann man ja immer noch ändern. Wie er wechselt, sieht es irgendwie nicht. Ich guck mal, wie es aussehen würde. Wie? Gucken, wie das aussieht. Ah, ne, ist er wieder hier mal. Ich weiß nicht. Ich glaube, da kommt was ganz anderes hin. Ich werde ja auch noch ganz viele Einrichtungen zusammen müssen. Also, wenn der Content nicht reicht für diesen Monat, dann. Wisst ihr was, es gibt ganz viel Items sammeln fürs Haus. Irgendwie so ein Content muss auch betrieben werden. Ganz wichtiger Content. So, mal gucken. Können wir eigentlich auch Lichter machen? Wow. Cool wäre, wenn bei ihm auch mal Einbrecher einbrechen und man die dann auch tasern könnte oder so. Ich glaube, es ist so, als Dieb macht man das nicht so aus Nettigkeit, aber. Wer hat denn gesagt, dass wir ein netter Dieb sind? Ich meine, wir sind ein Dieb. Sie waren sehr Diebe nett. Ja, irgendwie, das sitzt ja auch nicht so geil, aber besser als das da. Das ist eine DDR-Wohnung. Obwohl, so sieht es nicht schlecht aus. Ich würde es ja cooler finden, könnte man das ja auch irgendwie noch unterteilen. Aber ein Problem ist jetzt nicht. Stimmt, die Pflanze wäre auch noch da. So, wir richten jetzt noch die Wohnstube slash die Küche fertig ein. Das ist nicht komplett fertig, aber schon mal so, dass man da irgendwie leben kann. So, Blumentopf. Ich weiß ja, diese Folgen sind voll unnötig, aber. Nein, was soll ich schon sonst machen? Flachbildfernseher und eine Xbox wird auch geklaut. Das sind ja auch die einzigen Gegenstände, die du auch nicht klauen kannst. Deswegen musst du sie ja hier freischalten. Wir können aber auch mal uns Inspiration suchen, wie an anderen Häusern. So.
Alles, was als nächstes geklaut wird, geht ja eigentlich nur hier. Dumme ist, hä? Der Spielstand hier ist einfach der, wo ich jetzt nur drauf spielen werde, aber der ist ja weiter hinten als das andere. Ich glaube aber, wenn ich das nochmal spiele, werde ich irgendeinen anderen Account nehmen. Obwohl das doof ist, dazu muss ich wieder ein neues Nintendo Online kaufen. Na, ich guck mal. So falsch rum. Hä? Welche Seite ist richtig rum? Das Ding ist immer so dunkel, ich erkenne da fast nie was. Die Dinger können wir nicht mehr aufmachen. Schon ein bisschen enttäuschend. Ja. Ich finde eigentlich so leer sieht es hier gar nicht mehr aus. Ja, sieht noch ziemlich leer aus. Also, es sieht noch leer aus, aber. Es entwickelt sich langsam. Irgendwas noch beim Dings reinstellen. Wer Dings? Ach, wie heißt denn? Schlafzimmer. So. Tapete, die haben welche ran. Ach, das ist ja diese. Was ein Dings. Das ist wieder eine komplette Geldverschwendung hier. Aber deswegen habe ich gesagt, ganz viel Geld sparen. Ich sage, ich komme noch auf 300.000 dieses Let's Play. Nur 350.000. Jetzt kann ich die Tapete auch wieder verkaufen? Ich denke nicht. Das ist ja schon eine Garage, das ist keine Rümpelbude, obwohl es schon so ein bisschen aussieht. Hauen wir natürlich hier so was Schönes hin. Bisschen goldig aus. Dann ist die Folge auch gleich schon wieder zu Ende. Cool, wenn man nicht, aber. Also, ich würde es cool finden, könnte man ja auch richtig einziehen und so. Ja, ich weiß, es ist ein der Dieb-Simulator. Raub Überfallsimulator. Aber trotzdem, da sollten die diese Funktion hier einbauen. Ach so, ich dachte, ich kann nicht mehr Juwelier und so. Ach stimmt, wir haben ja noch die Fernsehkiste. Oder Spielzeugkiste eigentlich. Ah, das ist schon wieder viel zu lange hier. Also, Leute, das ist das richtige Ende für die, die bis zum Ende dran geblieben sind. Hüfsnit ist natürlich noch nicht zu Ende. Also Hauptstory schon. Also falls ihr die nur wegen der hier wart. Ciao, ciao. Aber wenn ihr nicht nur wegen der hier wart, bleibt ihr noch ein bisschen da. Ein paar Folgen gibt es noch. Also entweder gibt es nächste Folge die Halloween-Sachen und so, oder wir machen direkt so weiter. Muss gucken. Leute, das war's dann mit dem Video und jetzt seht ihr ja noch was Schönes. Ich verabschiede mich schon mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.